Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Stranded Deep. Ich bin wieder zurück auf der Hauptinsel. Die Koya Stick Transporte GmbH hat erfolgreich ausgeliefert oder beziehungsweise ist gerade noch befindlich auszuliefern. Vollgepackt mit Stickies geht's zu unserer Baustelle. Und da werde ich jetzt wieder einige Supports machen dürfen. Einige Supportfälle. Und ich glaube, gleich ruckelt es hier wieder. So. Wo ist der Hammer? Da. Hammer. Her damit. So. Erstmal Supports. Bin gespannt, ob die Sticks reichen. Ich habe eigentlich für. Ja, in der letzten Folge habe ich schön die Palmenwedel durchgezählt. Ob das hier für meine ganzen Bauvorhaben reicht, aber ob die Sticks reichen, habe ich natürlich überhaupt nicht bedacht. Da brauche ich ja. Die reichen nämlich genau nicht. Da brauche ich doppelt so viele wie von Palmen und die Palmen sind genau halb weg. Wenn ich jetzt die Foundations abziehe, die Supports hier abziehe, die ich bauen muss gerade, dann fehlen mir am Ende, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5 Sticks. Super, dann kann ich genau zwei Wände nicht bauen. Ich muss nochmal fahren, es tut mir leid. Merke ich jetzt erst. Ich muss noch einmal rüberfahren, die anderen Sticks auch noch holen. Es tut mir so leid. Hätte ich diese blöde Tür hier nicht verbaut. Diese total intelligent platzierte, tolle Tür hier. Dann wäre uns das jetzt erspart geblieben. Windowed Wall. So. Hier vorne wollten wir ja sozusagen eine Panoramawand haben. Aufs offene Meer raus. Windowed Wall. Platsch, 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 plitsch, platsch. Plitschi, platschi, plitschi. Und eine Door. Kann ich bauen. Sehr gut. Plitschi, platschi, plitschi, platschi. Tür nach innen, nach außen. Nach innen, nach außen, nach innen, nach außen. Nach außen wäre es nach rechts angeschlagen. Ich hätte eigentlich dann, wenn dann, lieber nach links. Trotzdem machen wir es so. Ich hätte sie lieber nach außen. So, und dann können wir jetzt noch eine Windowed Wall. Braucht es noch? Nee, braucht es nicht. Eine normale Wall, bitte. Ja, die normale Wall. Wie machen wir es da drüben? Da haben wir ein Fenster in der Mitte. So würde ich es dann hier. So würde ich es dann hier auch wieder machen. Ist noch ein bisschen schade, wenn ich jetzt diese. Ne? Wenn ich jetzt diese fehlplatzierte. Ja, genau. Jetzt habe ich 3 Sticks übrig. Mir fehlen tatsächlich genau 5 Stück, um das hier zu komplettieren. Ah, Mann. Doof. Wenn ich jetzt diese Tür hier abreiße, die da falsch gebaut ist, dann kriege ich leider von den Ressourcen nichts zurück. Insofern habe ich mir gesagt, ich lasse sie jetzt erstmal die ganze Zeit noch stehen und schaue mir dann an, inwieweit ich die vielleicht später doch noch nutzen kann, ob ich hier noch einen Raumteiler reinziehe oder so. Aber irgendwie ne? Glaube nicht. Ich glaube nicht. Also hier. Wir beeilen uns. Zack, zack. Einmal den Hammer hier hinlegen. Die Sticks hole ich jetzt noch, weil wie gesagt, die Wand wollte ich einfach fertig haben und dann noch zumindest hätten wir noch die Palmenwedel für drei Dächer. Und es ist ja nicht so arg weit. Also diese Paddeltour hier zu unserer Orientierungsinsel. Lass mich. Ich lass dich auch. So. Arschhai. Tschüss. Ich weiß schon, was ich bald mit dem mache. Ich werde ihn fein säuberlich mit einer Machete filetieren. Das muss nämlich auch nochmal passieren in diesem Let's Play, dass wir uns ernsthaft mit einem Hai anlegen. Ich habe da keine Lust mehr drauf, mich von diesen Arschhaien da schikanieren zu lassen. Die Rache wird kommen. Die unglaubliche Rache. Blut wird fließen. Gerade habe ich mich noch ausgelassen darüber, dass The Forest ein bisschen blutig ist und jetzt. Naja. Gut.
Dann haben wir bald die Villa und dann geht's auf Erkundungstour in die entgegengesetzte Richtung. Obwohl ich jetzt schon auch Lust hätte auf den Haikampf. Nee, aber jetzt wird's erst erkundet. Erst wird erkundet. Wir müssen bei unseren Zielen bleiben. Wir dürfen nicht abweichen. Wir müssen mal durchziehen, was wir angefangen haben. Siehe halbfertiges Haus. Nun ja. Mach hin. Da liegen unsere ersehnten Sticks und... Passt. Perfekt. Passt echt perfekt. Ich dachte, das wäre... Okay. Und der Westen ist dort und die Sonne geht auch schon wieder ganz fei unter. Das heißt, ein bisschen beeilen sollten wir uns. Bling bloing. Das Klavier, das traurige Klavier. Es singt leise und voller Trauer zum Sonnenuntergang dieses ereignisreichen Tages. Eines weiteren Tages in der Einsamkeit, mitten im Nichts, umgeben von Haien, die sich nach einer Mahlzeit sehnen, umgeben von nichts als Einsamkeit. Nur Wilson. Wilson ist treu an unserer Seite, obwohl wir ihn so vernachlässigt haben, die letzten Folgen. Wir waren nicht bei ihm und haben ihn allein zurückgelassen in der Bude. Ich vermisse ihn so. Seine Geselligkeit. Er ist nicht der Gesprächigste, das muss man sagen, aber dennoch schätze ich seine Geselligkeit sehr. Er teilt meinen Humor. Pünktlich zum Sonnenuntergang. Bevor die helle Scheibe ins Wasser fällt und erlischt. Erlischt für den heutigen Tag. Sind wir wieder in unserer neuen Heimat angekommen. Das, was wir neue Heimat nennen müssen. Nach dem tragischen Unfall. Und scheinbar sucht niemand nach uns. Oder zumindest nicht hier. Nicht hier. Werden wir gerettet werden? Was wird das Schicksal uns noch bereithalten? Ich mache das Beste draus. Mein Leben in Luxus möchte ich nicht aufgeben. Ich baue mir Haus um Haus, mein eigenes Imperium. Hier bin ich König. Mach das Beste aus der Lage. Bevor ich noch ganz durchdrehe. Okay, passiert. Soeben bin ich ganz durchgedreht. Also, ach wisst ihr was, wir machen das bei Tag. Ja, so ein paar besinnliche Momente. Ah ja, ein weiterer Tag vorbei. Übrigens, Tag, apropos Tag, wie viele Tage haben wir denn? 51 Tage, die wir bereits überlebt haben. 51, unfucking fassbar. Jetzt habe ich nicht auf die Nahrung geguckt, ich werde verhungern. Neben einem Berg voller gekochter Krabben werde ich verhungern. Nee, passt. So, ein schönes Krabbenfrühstück. Geht nichts drüber. Lecker. So. Hupala. Das war ein bisschen too much. Hier liegen unsere... Nee, eine der Trinkkokosnüsse. Die anderen liegen hoffentlich noch hier. Jawohl. Schluss. Da haben wir es auch schon wieder. Ich tue die einfach mal dabei. Damit wir sie alle an einem Ort haben. Ist doch irgendwie auch schön gewesen. Du rollst nicht, ne? Passt, okay. Jetzt wird gebaut. Ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das hoch. Jetzt bin ich im Steam-Menü gelandet gewesen. Aber ich glaube, das habt ihr gar nicht in der Aufnahme gesehen. Hammer. Ja, das Bruttosozialprodukt dieser Insel ist noch überschaubar. Aber ich tue mein Bestes. So, Windowed Wall. So, und eine normale Wall. Blub. Und ja, jetzt brauchen wir viele Sticks.
Support. Ich mache erstmal hier vorne eine Wand, eine Decke rein. Support. Und mal schauen. Roof, perfekt. So. Eins. Reichen die? Müssten noch reichen. Roof. Roof mich an. Ja, je länger man gestrandet ist, desto blöder werden auch die Witze. Das ist einfach so, weil die Sonne und so, ne, ihr wisst schon Bescheid, das brät einem einfach das Hirn raus. Ich glaube, ah doch, die noch nah genug dran, die Wedel da hinten. Dann sind die auch alle wieder weg. Ist doch super aufgegangen. So. Mal gucken, wie gesagt, was ich mit der Tür mache. Hatte ich ja jetzt schon mehrfach erwähnt, muss ich nicht nochmal. Ein Stick übrig und keine Wedel. Dafür jede Menge Lashings, die scheine ich überhaupt nicht zu brauchen. Wäre eigentlich nur logisch, wenn man die so ein bisschen bräuchte, um das da reinzuflechten und alles. Aber gut, okay. Ich bin da jetzt nicht böse drum. Und brauchen wir die Lashings eigentlich nur für Tür, für Leiter? Was braucht man die noch? Für Tür, für Leiter und halt für die Werkzeuge? Und Waffen. Aber ansonsten, ja, sieht doch eigentlich ganz... Ich glaube, das wird ganz nett. Bin da eigentlich ganz zufrieden. Ich würde nochmal so ein paar Foundations hier außen rum zimmern. So quasi so einen Gang außen rum. Auch hier vorne. Yep, am Eingang. Hier nochmal so eine Foundations-Reihe. Und dann an die 1, 2, 3 Leitern vielleicht. Ja, dass man hier eine Leiter hat und hochkommt und auch direkt zum Steg hier laufen kann, ohne durchs Haus zu müssen oder so. Irgendwie so. Mal gucken. Soll auf jeden Fall noch größer werden. Ich hoffe, hier kann ich eine Foundation drauf zimmern. Bin ich noch so ein bisschen am Zweifeln. Hätten wir gleich mal testen können eigentlich. Naja, gut. So, Hammer bleibt hier. Und mitnehmen sollte ich eine Machete oder irgendwo. Ja, am besten eine Machete. Da bin ich ein bisschen wehrhaft mit zum einen und zum anderen. Hänge. Und zum anderen kann ich damit auch alles ernten, inklusive der Bäume. Die ist noch gut im Schuss, in Schuss. Das passt. So, Wilson muss hier bleiben. Nehme ich mal eine Sauerstoffflasche mit. Wenn wir mal ordentlich tauchen wollen. Ja, bin so ein bisschen am Zweifeln. Ich habe noch nicht ausprobiert, wie die funktionieren. Ich probiere die jetzt erstmal im seichten Gewässer aus. Bin ich jetzt damit... Jetzt kommt mal ausnahmsweise kein Hai. So. Wenn ich jetzt tauche, wird ja irgendwann so der Bildschirm außen immer dunkler. Dann wird der so eingeengte Sicht und dergleichen. So, jetzt sieht man es schon so ein bisschen. Wird so ein bisschen düster außen. Aha, okay, dann ist er wieder da. Ich warte jetzt ab, bis es wieder ein bisschen dunkel ist, um zu schauen, ob ich die Flasche mehrfach nutzen kann. Und wenn ja, wie oft? Okay, kriegt man da eine Anzeige? Nein. Okay. Die Frage ist, wo sehe ich, wie oft ich diese Flaschen nutzen kann? Diese 1 ist ja nur die Anzahl. Scheinbar enorm oft. Du hast Sauerstoff gehabt. Mann, stelle ich nicht so an. Ja, okay. Also wenn die so einfach zu handeln ist, dann... Vorausgesetzt, man hat jetzt nicht unbedingt so viele Haie. Naja. Kann man schon ganz gut mit was machen, glaube ich. Ich nehme sie mal mit. Ich nehme sie mal... So, geht doch. Ich nehme es mal mit auf unsere Erkundungsreise, wohin auch immer uns die verschlagen wird.
Was ich auch mitnehme, ist, glaube ich, der letzte Stick, um unsere Herkunftsinsel quasi wieder zu markieren. Und was machen? Oh, ein Hai, noch ein Hai. Oder ist das ein Frack? Könnte auch ein Frack sein. Da blubbert ein Frack. War ich auf dem schon? Wenn, dann ist es ewig her. Ich schätze aber mal, dass ich da war, oder? Ich paddel da jetzt erstmal hin. Dass mir das noch nie aufgefallen ist. Wie viel Uhr ist denn? Oh, perfekt. Erstmal zum Frack. Und dann paddeln wir zu einer dieser entfernten Inseln, würde ich einfach sagen. Das ist jetzt quasi, wenn wir von uns aus schauen, ich nehme mal erstmal Kurs, das ist West-Nordwest bei 290. Bei 290 West-Nordwest. Das heißt nach Ost-Süd-Ost. Ost-Süd-Ost 110 muss ich zurück. Okay. Schaffen wir vielleicht irgendwie. Oh. Und warum blubbert das hier bitte? Hier ist doch überhaupt kein Frack. Hier ist ein seelisches Frack, das bin ich, aber... Hier ist nichts. Außer ein Hai. Ein Original-Arschhai. Hau ab! So, wohin wollte ich nochmal? Nach West? Nordwest? Wir wollen die Insel und das gibt's jetzt. Das Frack muss warten, oder? Der Hai. Also, wie gesagt, das ist dann das nächste. Nach unserer Erkundung geht's auf Haijagd. Das verspreche ich. Die Insel hier mache ich haifrei oder die Haie machen die Insel menschenfrei. Das werden wir sehen. Aber einer von uns muss gehen. Das steht schon mal fest. Da ist schon wieder ein Hai. Ja. Gut, und dann mal schauen, in welche Richtung uns das jetzt... Das heißt, die Richtung weiß ich, aber in welche neuen Gefilde das... Da sind lauter Palmen drauf, da war ich wohl noch nicht. Inklusive Frack. Na toll. Jetzt hätte ich davon nicht schon zwei. Aber hier sind ja wahnsinnig viele Palmen noch drauf. Habe ich die Insel... Wenn ich mir ganz kurz nur hier... Okay, also das ist weiterhin unser Ziel. Und das ist... Also ich kriege mich orientiert. Es ist machbar. Dann paddeln wir hier mal mit Lichtgeschwindigkeit in Gen neuer Insel. Hier war ich auf keinen. Die Yucca ist abgeerntet. Hier war jemand. Wie krass ist das denn? Ein Schiffswrack hätte ich im Angebot. Da ist auch eine Yucca abgeerntet. Waren wir hier mal und das ist noch nicht nachgewachsen, weil das nicht geladen war quasi. Also dass das irgendwie immer im Hintergrund geladen sein muss, damit man
Kann ich mir nicht vorstellen. Doch, hier waren wir. Hier waren wir wohl definitiv. Wenn auch nicht sehr gründlich. Aber hier waren wir. Ja, dann ist das wohl wirklich so. Dann waren diese, dann war diese Insel nicht im Cache drin sozusagen. Und dann ist hier auch nichts nach... Oder ein Stein? Jawohl. Dann ist hier entsprechend auch nichts nachgewachsen. Viele Steine hier. Oh, was? Nicht dein Ernst. Ja, puh, Ganz im Ernst. Auch kein weiteres Feuerzeug. Nehme ich lieber ein paar Sticks mit. Lag zwar noch ein Stein da vorne, aber Sticks sind mir momentan wertvoller. Insbesondere, wenn man daran denkt, dass man ja hin und wieder auch mal ein Feuerchen machen muss. Und, ne? Ach nee, das sind Deppen. Okay, was ich jetzt aber noch machen vor. Ich werde das hier mal alles deponieren. Ah, nicht so wenig dafür, dass man nur so aufsammeln war. Finde ich gut. So, das Feuerzeug lag hier vorne. Das deponiere ich dann jetzt auch einfach da. Was soll's denn? Und dann können wir uns nachher noch entscheiden, was wir denn eventuell wieder zurück mitnehmen. Aber da will ich noch hin. Das Boot will ich mir noch anschauen, auf jeden Fall. Machen wir noch in dieser Folge, obwohl die eigentlich schon wieder fertig ist. Ja, ich will wieder 20 Minuten Folge machen jetzt hier. Ich bin, wie gesagt, während ihr das hier seht, im Urlaub für insgesamt 10 Tage. Mittlerweile sind schon, weiß nicht, 6, 8 rum oder so. Ich weiß gar nicht, wie viele Folge das jetzt ist. Und, aber nichtsdestotrotz muss ich ein bisschen auf die Folgenlänge schauen, damit ich hier ausreichend im Voraus produzieren kann. Ansonsten kriege ich das alles gar nicht gebacken. Dann lass mal gucken. Boah, hier war ich auf jeden Fall nicht drin. Wasserfläschchen, das nehme ich auf jeden Fall mit. Paddel. Clothes, da kann man sich... Lass mich. Fuel Tank. Na Mann, ich will doch mal das... Mann. Bucket of Seawater. Ja, super. Wo ist er, der Arschhai? Oben die Kiste habe ich aber, ne? Jo, die habe ich. Gut. Kick mein Boot nicht weg. Das ist mein einziges. Stimmt nicht ganz, aber... Ich mag's. Ich mag mein Boot. Lass mich. Ich lass dich auch. Ja. Ja, Panikpaddeln. Panikpaddeln. Also, als ich hier auf dieser Insel war, war ich wohl noch ziemlich noobig und noobig unterwegs. Gut, das bin ich heute auch noch, aber vielleicht nicht mehr ganz so schlimm. Denn augenscheinlich habe ich weder das Holz und Zeugs mitgenommen, noch habe ich das Schiff richtig gelootet. Ja, hier Leute, es hilft nichts. Wir müssen zurück zur Hauptinsel das abladen. War jetzt eine kürzere Erkundung als gedacht, aber eine ergiebige. Hauptinsel. Hast du das? Nee, West, Süd, West, was, oder? Hilfe? Moment, 290 meine ich in Erinnerung zu haben. 290 Grad. Miau, miau, da. Das da. Ach du Scheiße, ich glaube, ich habe mich verfahren. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Vor allen Dingen, es wird Nacht. Ich muss zurück. Ich muss dringend zurück. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Oh wei, habe ich schon mal oh wei gesagt? Ich glaube, ich habe schon mal oh wei gesagt. 290. Nee, das ist ja West-Nordwest. Ach ja, Quatsch, genau. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe keine Ahnung mehr.
Werde ich wieder nach Hause finden. Wir werden es in der nächsten Folge sehen. Ich mache einen ganz kurzen Endscreen nur, weil, ne, ihr wisst ja, es wird Nacht und ich habe nicht so viel Zeit. Also, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und drückt mir die Daumen, dass ich irgendwie mich wieder erinnere, wo ich hin wollte. Hoppage. Ist weg. Mann, Mann, Mann. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.